Hallo, wir sind die Dschungelhelden. Hallo. Wenn ihr ein Problem habt, zieht an diesem Griff. Dann kommt ein Signal und wir sind im Handumdrehen zur Stelle. Das Rätsel der gelben Höhle. Bereit fürs Training, Freunde? Banzai! Draufhauen, draufhauen, draufhauen! Du bist dran, Grummel! Nein, danke, mein Hals ist steif und tut bei jeder Bewegung weh. Oh, Grummel, sieh doch mal! Was war denn? Ich dachte, eine ruckartige Bewegung könnte dir helfen. War ein Versuch wert. Oh, Friederike. Sei nicht so grummelig, es geht dir bald besser. Oh, ich bin geheilt. Das ist ja wunderbar. Los, Freunde, die Pflicht ruft. Dschungelhelden. Auf zur Rettung. Viel Erfolg. Tor auf! Guten Tag, meine Liebe. Was führt dich her? Ah, der berühmte Tigerkrieger. Ich muss mich wohl nicht vorstellen. Ihr wisst ja, wer ich bin. Esmeralda. Die große Esmeralda, die Königin des Dorfes am Fluss. Ja, ich bin's. Großer Tigerkrieger, hilf mir. Mein Kristalldiadem ist verschwunden. Und wenn ich ohne es zu tragen vor meinem Volk erscheine, sehen sie mich nicht mehr als ihre Königin an. Bloß wegen des Diadems? Ich spreche nicht mit dir, Fledermaus. Und das ist nicht bloß ein Diadem. Es ist das Symbol meiner großen Macht und wurde seit vielen Generationen weiter vererbt. Sie ist etwas gereizt. Sie ist irgendwie wie du. Also in den seltenen Fällen, in denen du gereizt bist. Ich traue jetzt niemandem mehr, weil ich weiß, dass der Dieb hinter jeder Ecke lauern kann. Wann wurde das Diadem denn geklaut? Jeden Abend lege ich es an einem sicheren Ort ab, der die ganze Nacht bewacht wird, in der gelben Höhle. Als ich es heute früh herausholen wollte, war es verschwunden. Der Wächter hat nichts gesehen. Der Dieb kann also durch Mauern gehen oder er ist unsichtbar. Die Dschungelhelden lieben gute Rätsel. Auf geht's, Freunde, untersuchen wir diese Höhle. Das war ja nicht gerade um die Ecke. Die gelbe Höhle ist da drüben. Aber ich kann so nicht durchs Dorf gehen. Sie werden merken, dass ich mein Diadem nicht trage. Ich hab's! Das ist Ronny, der Wächter. Er behauptet, nichts gesehen zu haben, aber ich bin mir sicher, er weiß etwas. Hallo, Ronny! Hast du gestern Nacht etwas Ungewöhnliches gesehen? Meinem wachsamen Blick entgeht nichts, und zwar gar nichts. Ich schlafe nicht, ich blinzle nicht, überhaupt nicht. Ich habe mich nur einmal für 2 Minuten von der Höhle entfernt, um mir heißes Wasser für meinen Tee zu holen. Und ich habe dich blinzeln sehen. Wirklich, er hat geblinzelt. Er hat gesagt, dass er nicht mal blinzelt, und ich habe ihn gerade dabei erwischt. Egal, mach weiter. Sag uns alles, woran du dich erinnerst. Von Anfang an. Als ich mit meiner Kanne heißem Wasser zurückkam, lief Carmina an mir vorbei und schien aufgeregt zu sein. Ich habe durchs Guckloch geschaut, um zu prüfen, ob das Diadem noch da ist. Und das war's. Also habe ich meine Position vor der Tür eingenommen und mich die ganze Nacht nicht gerührt. Dieses Türschloss da. Wer hat den Schlüssel? Allein ich. Es gibt keinen weiteren Ausgang. Und die Tür ist von Termiten befallen. Was für eine blitzschnelle Beobachtungsgabe, Maurice. Darf ich dich Maurice nennen? Natürlich, das ist glücklicherweise mein Name. Dann haben Termiten das Diadem gefressen? Wie kannst du nur andeuten, dass ich Kopfschmuck aus Holz trage? Mein Diadem ist aus reinstem weißen Kristall. Kristall, den man nur am Ufer der Lagune finden kann. Termiten fressen keinen Kristall. Und was ist mit dem Wassereimer und dem Spiegel? Der Eimer gehört Kalle, dem Gärtner, der sich um die gelben Blumen kümmert. Er vergisst immer sein Werkzeug hier. Was den Spiegel betrifft, er muss eindeutig dem Dieb gehören. Oh, guckt, kleine Blumen trocknen aus. Das könnte ein Hinweis sein. Termiten. Ein Spiegel und verwelkte Blumen. Was könnte das bedeuten? Das sollt ihr mir sagen, deshalb seid ihr hier. Mein Hals!
Okay, mal sehen. Verdächtig sind Ronny, der Wächter, aber er betritt nie die Höhle. Kalle, der Gärtner, aber wie soll er das Türschloss geöffnet haben? Und wer ist die Person, die der Wächter erwähnte? Carmina? Sie ist meine persönliche Kosmetikerin. Sie träumt seit langem davon, mein Diadem zu tragen. Sie ist neidisch. Sie hasst mich. Bestimmt war sie es. Esmeralda, bleib lieber hier. Wir sprechen mit Carmina. Hallo, dürfen wir dir ein paar Fragen stellen? Ich bin unschuldig. Ich habe nichts getan. Keiner hat gesagt, dass du es bist. Keiner hat gesagt, dass du es nicht bist. Aber keiner hat gesagt, dass du es bist. Die Königin kommt oft zu mir, damit sie stets ein glänzendes Fell und eine feuchte Nase hat. Ich wäre gern so elegant wie sie. Die Königin ist so schön mit ihrem Diadem, aber ich würde sie nie fragen, ob ich es tragen darf. Ich behandle ihre Majestät mit Schlamm. Er hält die Beine der Königin schlank und pickelfrei. So, so. Es scheint, dass hier ein Spiegel verschwunden ist. Oh. Und das? Was ist das? Ganz einfach. Du hast die Abdrücke der Königin im Schlamm benutzt, um dieses Modell ihrer Pfote anzufertigen. Und damit konntest du die Höhle betreten und das Diadem stehlen. Au! Los, haltet sie auf! Carmina, warst du gestern bei der gelben Höhle? Ich gestehe, aber ich habe doch nichts getan. Es stimmt, ich habe ein Modell von der Pfote der Königin gemacht. Und gestern Abend, als Ronny weggegangen ist, um sich heißes Wasser zu holen, bin ich mit einem Spiegel in die Höhle gegangen. Ich habe den Spiegel abgestellt und habe mich mit dem Diadem bewundert. Oh, ich war so schön. Dann habe ich gehört, dass Ronny zurückkommt. Habe Angst bekommen und bin weggerannt. Ich war so in Panik, dass ich meinen Spiegel in der gelben Höhle vergessen habe. Oh, sie kann's nicht sein. Ronny hat uns gesagt, er habe das Diadem gesehen, nachdem er Carmina getroffen hat. Grummel hat recht. Du bist unschuldig. Hey, es hat funktioniert. Dir habe ich's gezeigt, du hässliche Kartoffel. Hey, Kalle, der Gärtner. Wir möchten dir ein paar Fragen stellen. Was macht ihr denn da mitten in meinem Garten? Ihr trampelt ja mein Gemüse platt. Weg hier! Es ist voller Termiten. Aber klar, die Termiten waren in Kalles Wassereimer und haben die Löcher ins Holz der Tür der gelben Höhle gebohrt. Gib's zu, du hast dir das alles ausgedacht, um die Tür zu zerlegen, reinzugehen und das Diadem zu stehlen. Unsinn! Hört da! Ich gehe nur in die Höhle, um die Blumen zu gießen und ich würde nie etwas tun, was meiner geliebten Königin schadet. Jetzt nennst du sie geliebte Königin, aber eben war sie noch eine hässliche Kartoffel für dich. Ich habe eben von einer hässlichen Kartoffel gesprochen, weil ich gemerkt habe, dass mein Unkrautvernichter mit Salzwasser wunderbar funktioniert. Kalle, der Gärtner, wird keine Kartoffeln mitten im Salat zulassen. Tja, wenn er es nicht war, wer hat dann das Diadem gestohlen, Grummel? Ich weiß es nicht und das nervt mich echt tierisch. Hey, die Termitenlöcher. Aber natürlich, ich hab die Lösung. Die verwelkten gelben Blumen, das weiße Kristall, die Löcher der Termiten, die Teekanne. Hurra! Grummel? Grummel, wo willst du hin? Ja, es gibt nur einen Weg, um ganz sicher zu sein. Oh, wie geht das? Ist sicher voller Keime. Keine Angst, Majestät. Grummel ist sehr klug. Er hat immer einen guten Grund, so komische Dinge zu tun. Ich wusste es doch. Es ist salzig. Versteht ihr? Es gibt keinen Dieb. Harry versteht nicht. Ronny hält die ganze Nacht Wache und trinkt seinen heißen Tee. Seine Kanne bleibt auf dem Feuer. Das erzeugt Dampf. Der Dampf bleibt unter dem Vordach der Höhle hängen. Und weil das Tor voller Termitenlöcher ist, geht er durch das Holz hindurch. In dieser Nacht ist ein Spiegel in der Höhle. Und der Dampf bildet auf dem Spiegel Kondensationstropfen, also Wasser. Und das tropft die ganze Nacht auf das Diadem. Das Diadem ist aber aus weißem Kristall, das man nur am Ufer der Lagune findet. Und dieses Kristall ist besser bekannt als Salz. Das Salzwasser sickert in den Boden und deshalb verwelken die gelben Blumen. Esmeralda, dein Diadem wurde gar nicht gestohlen, es ist geschmolzen. Oh, das sind ja gute Nachrichten. Bravo, Grummel. Geschmolzen? Mein Diadem ist geschmolzen? Mein Volk wird mich verstoßen und ich werde nicht mehr die Königin sein. Komm schon, Esmeralda, erklär es doch deinen Leuten ganz freundlich. Aber ich bin nicht freundlich. Jetzt werden sie nie mehr auf mich hören. Das Diadem war nur ein Gegenstand. Das hatte ich nicht zur Königin gemacht. Sprich einfach mit ihnen. Bewohner des Ufers!
Ich habe euch etwas mitzuteilen. Wo ist denn ihr Diadem? Ja, wo ist es denn hin? Mein Diadem ist weg. Es ist geschmolzen. Nach unserem Gesetz könnt ihr mich nun verbannen. Das würden wir niemals tun. Sie ist doch ohne Diadem wunderschön. Oh. Sie wird immer unsere Königin sein. Ja, aber sie könnte freundlicher sein, wenn sie mit uns spricht. Ja, das stimmt. Für eine Königin ist sie nicht sehr höflich. Genau, und diese hässliche Kartoffel riecht furchtbar. Was? Ich habe von der hässlichen Kartoffel geredet. Die Königin ist doch perfekt, mit Diadem oder ohne. Ja, gut. Bleib unsere Königin, auch ohne dein Diadem. Aber vielleicht kannst du etwas netter zu uns sein, okay? Ja, das verspreche ich. Danke, danke. Wem dankst du? Meinen lieben, treuen Untertanen. Ja! 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 Hey, Esmeralda, tu es bitte einen Gefallen und meide Diademe, die schmelzen. Rummel, hör auf, sie zu ärgern. Oh, mein Hals!